Als wir letztes Jahr im Februar 21 unseren ersten Frankfurter Zukunftskongress veranstaltet haben, haben wir drei große Herausforderungen in den Blick genommen: die Nachhaltigkeit, die Digitalisierung und die neue Arbeit. Das kommt einem heute ja wie eine beschauliche Vergangenheit vor. Heute, wir wissen es alle, haben wir eine Situation von Vielfachkrisen, von Krieg, von Inflation, von Energieknappheit und großen Sorgen allenthalben. Nach unserer Beobachtung versuchen die Unternehmen und Organisationen alle, das irgendwie zu überstehen. Aber machen wir uns nichts vor, wir drehen alle am Rad. Wie sollen wir in so einer Situation jetzt noch Zeit für Zukunft finden, uns zu einem Kongress treffen und darüber diskutieren? Wir verstehen diese Einstellung, aber wir sagen, gerade jetzt müssen wir das tun, denn wir fühlen uns doch im Moment alle überfordert. Und wenn wir alleine schon dies einmal miteinander besprechen, ist es ein Anfang, mehr Selbstwirksamkeit im Netzwerk zu entwickeln. Und klar werden wir neue Ideen gemeinsam entwickeln, wenn wir Maya Göpel darüber sprechen hören, dass wir auch anders können. Wenn wir Volker Moosbrugger darüber sprechen hören, wie es endlich gelingt, die Entnahme von Naturkapital in die Preise von Produkten einzuspeisen, damit sie die ökologische Wahrheit sagen. Wenn wir in unserem Denkraum über Klimarisikomanagement darüber diskutieren, dass eine neue Disziplin in den Unternehmen plötzlich sehr, sehr wichtig wird, wenn wir über Zero Waste sprechen, wie wir endlich weniger Müll produzieren können, wenn wir darüber sprechen, welche Technologien Hessen nach vorne bringen und welche es eher zurückwerfen würden, wenn wir über die Rechenzentren der Region sprechen, die noch nicht den Beweis angetreten haben, dass sie auch nachhaltig betrieben werden können. Und wenn wir schließlich auch darüber sprechen, wie man in der Vielfachkrise erfolgreich führen kann. Das alles sind unsere Themen in den Keynotes, in den Denkräumen. Und wir laden Sie sehr, sehr herzlich ein, am 11. Oktober an die Frankfurt University of Applied Sciences zu kommen, in den neuen Johannes-Uthoff-Saal mit uns zu diskutieren, mit uns zu arbeiten und gestärkt mehr Selbstwirksamkeit mitzunehmen in Ihre tägliche Arbeit. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen.